Hallo und herzlich willkommen zurück zu Life After Humans. Ja, nach der gestrigen kurzen Aufnahme-Session, beziehungsweise heutig sogar noch, wir haben es heute immer noch Montag, oder? Noch 12 Minuten. So, sind wir wieder da. Ich möchte heute ein bisschen mehr aufnehmen, so, ich weiß nicht, zeitlich 3, 4 Stunden. Mal schauen. Ich kann mich eher auf Minecraft konzentrieren, wie ich lustig bin. Bei mir ist das Internet ausgefallen. Das heißt, ich kann gar nichts anderes machen, ne? Weil alles andere braucht Internet. Ja, wir fangen an. Ziemlich geil ohne Internet. Ich wollte eigentlich nebenbei die heutige, nee, morgige, tatsächlich die morgige Minecraft-Folge hochladen. Kann ich mir jetzt natürlich schön in die Haare schmieren, weil versuchen wir ohne Internet das hochzuladen. Ist nicht. Ist scheiße, weiß ich selber. Ja. Ich hoffe, das Ding geht bald wieder, weil sonst ja, fallen einige Aufnahmesessions und folglich einige Folgen auf YouTube ins Wasser. Gut, ich brauche Glas. Habe ich Glas? Bitte sag mir, dass ich Glas habe. Ich hätte, glaube ich, Sand. Das hätte ich. Ich schaue aber gerade mal nach oben. Vielleicht haben wir noch was Glas. Ich habe den Plan, meine Freunde, nicht? So, dein Ernst? Die Dinger kann man halt brauchen für diese Signposts, die wir haben zum Reisen. So. Gott, ich liebe diesen Soundtrack, muss ich gerade mal gestehen. Das ist echt so lovely, dieser Soundtrack. Einige werden ihn vielleicht kennen, die anderen kennen ihn vielleicht nicht. Er kommt von Ori and the Blind Forest. Alter. Ich liebe es. So, ich müsste nachher mal gucken, wie viele Diamanten wir haben. So, das müsste schon reichen. Schauen wir mal. Wir hätten 14. Das ist nicht viel, aber das ist etwas. Okay. Ja, ist ja gut. Armes Rind. Da ist mein Crafting-Gedöns. Ich brauche Holz. Ich glaube, ich brauche auch noch Cleanstone und Dingensens. Sag schon. Da muss eine Tür rein, ganz klar. Und Cobblestone. Das kriegen wir hin. Wir sind ja ein kompetenter Spieler, nicht? Zumindest meistens. Da hätten wir unseren Treppenaufgang. Ja, ich muss mich daran gewöhnen, dass die Spitzhacke ein bisschen langsam ist. Weiß gerade gar nicht. So. Ich möchte nämlich ganz gern mit Thorncraft weitermachen. Und man hat es gerade schon gesehen. Was ist denn das? Burntime 300. Ich habe zwischen den Aufnahmen tatsächlich noch eine weitere Mod mit reingenommen. Das muss Cleanstone sein. Und zwei Holz. Also wir brauchen 5 Stück. Ja, ich habe eine weitere Mod mit reingenommen. Die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und ich weiß auch gar nicht so genau, was die Mod alles kann. Aber ich habe sie mal mit reingenommen. Es handelt sich um Ender.io. Es ist so eine Technik-Mod mit diversen anderen Features und wir schauen uns das mal an, ne? Wir nehmen mal alles mit rein und haben dann keine Ahnung, worum es geht. Und ich schalte mal gerade ein nicht weiter, weil es mir zu leise ist. Ich brauche dann auch dieses Gerät hier. Da brauche ich drei Eisen. Drei Eisen habe ich die. Ja. Machen wir erstmal dieses Gerät, weil das recht simpel ist. So, das ist ein sogenannter Buchbinder. Den brauchen wir. Und dann brauchen wir. Kriege ich es noch zusammen? Kriege ich es noch zusammen? Das weiß ich nicht.
Eine Glasflasche brauchen wir noch. So. Ach, Kacke. Ich muss ja erst die Glasflasche machen und dann den ganzen Rest nicht. Habe ich natürlich nicht gemacht. Also Battlegrounds wird wahrscheinlich am noch nicht ganz heutigen Dienstag ausfallen, weil ich werde wahrscheinlich dann nicht mehr zum Aufnehmen kommen. Ich wollte eigentlich direkt nach Minecraft und eine Runde Battlegrounds spielen. Das bietet sich an, so ganz chillig Minecraft, dann noch eine Runde Action machen. Das mag ich ganz gerne, aber es wird wahrscheinlich ausfallen, weil. Blöd. Ich habe jetzt mal auf Twitter die Leute von Telekom Hilft kontaktiert und mal gucken, ob ich da demnächst eine Antwort kriege. Das müsste ja nicht der Fall sein, weil die sind eigentlich immer recht fix, was das angeht. Und dann wird man sehen, wie man weitermacht. Also ich gehe mal stark davon aus, dass es morgen früh wieder gehen wird, aber das bringt mir jetzt natürlich nicht viel, weil ich müsste jetzt dann irgendwann mal aufnehmen und heute Morgen oder halt nachher morgen, eher gesagt, um 6 Uhr bringt mir das auch nichts mehr. Da muss das Ding quasi fertig sein und wenn ich dann aufnehme, ja, weiß noch nicht, wie ich es genau hinstelle. Vielleicht so. Wir können es ja immer noch umstellen. Die sind ja eigentlich beide. Jo, zählen beide das Holz. Also ist super easy zum Abbauen. Gut, das ist der Tintenmischer. Da brauchen wir jetzt etwas, was wir noch nicht so großzügig haben. Nämlich Papier. Wo sind denn eigentlich meine Rucksäcke? Habe ich die oben gelassen? Weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Und wir gehen gerade mal nach oben. Dann kann ich gerade mal ganz kurz in OBS die Vorschau deaktivieren. Ja, hier sind unsere Rucksäckchen. Ich müsste die mal farblich markieren. Wir haben noch was Papier. Nicht viel, aber etwas. Ich muss gucken, wie ich an mehr rankomme. Kann man das nicht irgendwie herstellen? Aha. Das sieht mir am einfachsten aus. Pulverisierer, Holz klein machen, gibt gleich 8 Sägemehl. Das heißt, wir könnten mit einem Holzstamm zwei Papier herstellen. Oder so. 100%. Also wenn du quasi normal Holz verarbeitest, ne? Bekommst du immer hier so ein Sägemehl raus? Also 8 Stämme in die Säge reinschmeißen. Dann hast du zum einen mal etwas mehr Bretter wie normal. Und zum anderen hast du 8 Sägemehl und daraus kannst du auch zwei Papier machen. Pulverisierer. Okay, es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Dann, wie stellt man denn das her? Hier, das ist das Sägewerk. Oh Gott. Kupferzahnrad. Gut, das kriegen wir hin. Dann bräuchten wir. Was? Stech ich den hier? Oder halt den hier? Mit Glas, Eisen und einem Zinnzahnrad. Okay, das sieht auch recht simpel aus. Eine Axt ist klar. Wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, das probieren wir nachher mal aus. Ich glaube, das kriegen wir hin. So, okay. Ich brauche noch. Haben wir das überhaupt hier unten? Ich weiß gar nicht. Nee, glaube ich nicht. Nein. Müssen wir ganz kurz holen gehen. Die kann ich vielleicht gerade mal hier dazu packen. Damit wir unterwegs so Reiseschilder herstellen können. Ihr erkennt das Prozedere. Hier nicht. Hier haben wir welche. Das suche ich. Schön. Und dann brauche ich Folgendes. Ah, da muss noch Wasser mit rein. Stimmt. Habe ich denn meinen Brunnen schon? Nö, habe ich nicht. Sehe ich nicht. Scheiße. Okay, ich brauche
Jetzt weiß ich das Rezept nicht mehr auswendig. Also wir müssen auf jeden Fall noch mal runter, weil ich brauche Eichen oder halt Vanillebaumstämme brauche ich. Eiche oder sowas. Ich glaube, dass es mit den ganzen Modstämmen nicht geht. Ich nehme jetzt mal 6 Stück raus, weil ich das Rezept immer noch nicht auswendig weiß. Ich habe das Ding schon so oft gebaut, ne, und ich kenne es immer noch nicht auswendig. War es so rum oder eher andersrum, ne? Ja. Ich habe das im Let's Play bestimmt schon mal gebaut, aber ich finde es wahrscheinlich einfach nicht mehr. Und ich habe es ja übersehen. So. Hätten wir hier unseren tollen Brunnen mit dem tollen verbackten Namen. Der hat eine besondere Fähigkeit, nämlich, wenn du da ein Gefäß mit dranhältst, mit Rechtsklick, dann füllst du das Gefäß mit Wasser. Das ist quasi eine endlose Wasserquelle zum Mitnehmen. Das ist total geil. So, dann nochmal. Die stecken nicht mehr. Kacke. Gut, einmal so und einmal so. Gut, den nehme ich natürlich wieder mit. Habe ich gerade Leder dabei? Bevor ich jetzt darunter hüpfe. Well, stecke fest. Ich bin zu fett für die Treppe, alles klar. Okay, wir brauchen noch ganz kurz etwas Leder. Wie sieht es denn hier aus eigentlich? Jetzt habe ich in der letzten Aufnahme gestartet und... Bad. Scheiße. Das müsste reichen. Sogar fast ein bisschen zu viel, aber das macht ja nichts. Okay, pass auf. Ich weiß nur noch nicht genau, wo ich es denn setzen werde. Eventuell hier unten, da in die Bibliothek. Dass wir quasi den zentralen Punkt machen. Oder oben. Also wir brauchen hier diese beiden. Ein kleiner Schritt auf der Reise. Dann muss hier eine Seite rein und wir brauchen ein Leder. Jetzt schreibe ich, die Musik passt gerade ganz gut. Ja, genau. Dimension. Ich hoffe, es ist richtig geschrieben. Ich bin gerade leicht gekocht von der Hitze. Das ist ja sehr warm bei uns hier. Und wieso geht das nicht? Es muss normales Leder sein, sehe ich das richtig? Nein, ich sage jetzt nichts, ich reg mich nicht auf. Alles easy. Kriegen wir hin. Mal gucken. Wie kriege ich Leder? Wahrscheinlich durch Kühe schlachten. Ich will es aber, dass unsere Rindviecher hier in der Gegend nicht umhauen. Das wäre möglich, aber das ist mir jetzt zu kompliziert. Möchte ich jetzt nicht anfangen. Wir könnten Lederrüstung einsäbeln mit dem Sägewerk, das wir eh bauen wollten. Dazu brauchen wir aber erstmal Leder. Okay, das würde auch gehen. Cool. Was geht noch? Alchemie-Katalysator. Gucke ich mir gleich an. Okay, ich bin raus. Ich bin raus. Alles klar. Haben wir nicht noch richtiges Leder, um rumfliegen? Weil soweit ich weiß, kannst du das Burlap auf Leder packen. Quasi im Schubfach. Das geht. Oder ginge, wenn wir welches hätten. Wenn... Oder warte mal. Kleine Idee. Das würde auch gehen. Also gehen wir jetzt quasi den Umweg. Wir bauen diese Lederschuhe. So. Oh, das sind Burlap Boots. Deswegen wurde das Rezept doch nicht angezeigt. Ja, wir haben gerade eben einen Haufen Burlap verschwendet. Geil. Das ist nicht so geil. Okay. Wie ging denn das andere? Das geht so. Machst du 3 rein, kriegst du 3 raus. Super. 2 Faden. Das sieht super easy aus. 2 mal 4 macht gute Nacht.
Okay, wir haben kaum noch Faden, wenn ich es richtig sehe. Ah ne, wir haben ja hier unseren Gedönse. Das macht auch nochmal 14 Faden. 1, 2, 3, 4. Und damit hätten wir unsere richtigen Lederstiefel, die aus Stoff sind. Aber das merkt ja keiner. Warte mal, den Rest Faden mache ich gerade mal zurück. Das ist mir zu fadenscheinig, ich weiß ja Bescheid. Okay. Die Lederstiefel lasse ich gerade mal hier. Die möchte ich jetzt nicht mitnehmen. Und ich habe schon wieder einen Haufen Gekrepel im Inventar. Das ist total nicht geil. Warte mal. Das kann vielleicht da oben rein. Gastrenne. Weiß ja nicht, was ich mitmache. Das Gefresse kommt auch mal oben rein. Joa, ne? Voll. Toll. So, was machen wir jetzt? Ach ja, wir wollten ja, wir wollten ja, wir wollten ja. Ich gebe es gerade nochmal ein. Also wir bräuchten 8 Kupfer und 2 Eisen. Fangen wir damit an. Dann brauchen wir den Redstone, der ist oben. Gold. Gold ist, glaube ich, auch oben. Nee, Gold ist hier. Ich brauche ein Gold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eisen habe ich noch dabei, wenn ich mich recht erinnere. So. Dann hätten wir unsere beiden Zahnräders. Ah, ich habe noch zwei Redstone dabei. Oh, ist ja nice. Habe ich quasi Glück gehabt. Gut, dann brauche ich diesen Maschinenrahmen. Der war mit Glas, ne? Vier Glas, vier Eisen und ein Zinnzahnrad. Da kann ich eigentlich gleich mal ein paar mehr machen. Wenn wir jetzt eh mit Technik anfangen. Bist du Zinn? Ja, sieht man so aus. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Zinn kannst du nicht im normalen Schm. Also normal, ne? Oder? Underground Worms. Von welcher Mod kommt es? Es kommt, glaube ich, vom Thermal Foundation, oder? Es gibt mehrere Arten von Zinn. Das ist von Thermal. Ich weiß nicht, von welcher Mod das kommt. Muss ich gerade mal gucken, Sekunde. Bei Tinker, da müsst ihr auch Erz hinzufügen, oder? Oh. Eisen, Gold, Kupfer, Zinn. Ja gut, das müsste gehen, Zinn. Was hat's hier? Zinn. Ja, das müsste gehen. Ich mach mal 30 Stücke brauchen Zinn. Oder hätten wir auch Blöcke gehabt? Mal ganz doof gefragt, bevor ich jetzt da. Ne, wir haben einen Block, das bringt gar nichts. Ja, sehr spannendes Let's Play hier. Das große Abgießen geht wieder los. Haben wir noch Lava? Jein. Also ja und nein. Eisen, Duraluminium, Glas, Blut. Bloody thing, eh? Ich habe so das Gefühl, dass mir dieses Gerät hier nicht groß genug ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Geschmolzenes Zinn, das geht ja doch ganz gut. Machen wir jetzt mal Blöcke draus. Also das 8600, doch was. Flüssiger müsste ich rein theoretisch 1300 26. Ja, schwer zu sagen. Was hat er mir jetzt gegossen? Ich hoffe, es ist richtige. Zinnblöcke, gut. Also ich denke mal, 6 Blöcke müssten wir schon hinkriegen mit dem, was wir jetzt gegossen haben. Wir schauen mal.
gerade mal. Könnte knapp werden. Ich hoffe, es reicht. Sonst knall ich noch was hinterher. Oh doch, es reicht. Aber gerade so, mein Freund. So, gut. Dann hätten wir 6 Blöcke. Darauf habe ich Böcke. Gut. Ganz kurz ein bisschen Eisen gemacht und dann haben wir das Zinn schon klein gemacht? Nein. Ich würde sagen, wir machen mal 4 Stück, oder? Mhm. Gut. Brauchte man dafür nur die mal gucken. Okay, dann baue ich noch Glas. Und das Eisen reicht mir auch noch nicht ganz. Ich muss gerade noch mal einen Block klein machen. Und wenn ich so weiter am Rumcraften bin, dann müssen wir gleich wieder eine große Höhlentour veranstalten. Habe ich noch Glas? Ja, aber nicht genug. Ich muss kurz am Ofen gehen. Da habe ich noch gut 60 Stück drin liegen. Mit Glück. Sonst 56. Ich weiß es nicht. So. Ich habe Besuch von der Katze. Die läuft mir gerade über den Schreibtisch. Ergo sehe ich gerade nichts mehr. Voll gut. So, das macht 61. Wir haben sogar ganz viel Glück. Das müssen wir nach unten tragen. Und dann brauche ich noch eine Axt. Die kann ich gerade mal mitnehmen. Habe ich Stöcke gerade da? Natürlich. Eine normale Vanille-Axt. So. Während ich hier laufe, schaue ich gerade mal aufs Handy. Und das Internet scheint immer noch nicht wieder zu funktionieren. Schon 2 Stunden aus, der Lachs. So, 1, 2, 3 und 4. Hätten wir 4 so Dingers. Wir bauen nämlich wahrscheinlich später noch ganz viele Maschinen. Und von dem her, ja. Was war es denn dann noch? 2 Holz. Das ist übrigens vertauscht, sehe ich gerade. Die Axt kommt oben drauf. Und dann 2 Holz hier. Na, Wunderbärchen, hätten wir unser Sägewerk. Ich weiß nur noch nicht, wo wir es hinstellen. Ich würde es erstmal hier vorläufig in den Keller stellen. Dann können wir unsere Schuhe klein machen. Nicht. Wir brauchen Strom, okay. Mhm. Big Reactors, okay. La la la, gerade mal reingucken. Dampfdynamo. Könnte funktionieren. Da brauchen wir nochmal Kupferzahnräder, einen Redstone und Silber. Haben wir Silber? Hm. Ne, das ist Aluminium. Das könnte Silber sein. Oh. Freunde, wir haben ein Problem. Wir haben kaum Silber. Ah, scheiße. Dann ab damit in den Verdoppler oben. Und dann schauen wir mal. Ja. Redstone kann ich mir dann auch gleich noch mitnehmen. Ich weiß gar nicht, warum wir so wenig Silber haben. So selten ist es gar nicht. Das ist eigentlich gar nicht so selten. Mm-mm. Ah, dann mal. Wir warten mal ganz kurz, bis es geschmolzen ist. Das sollte ja nicht so lange dauern. Hoffe ich.
Oh. Was ist das? Ja, das war die erste Folge Minecraft. Neue Aufnahme, denn Minecraft ist gerade abgeschmiert. Ja, wunderbar. Das ist echt nicht toll. Gut, danke fürs Zusehen. Wir sind gleich wieder da nach einem ganz kurzen Break. Jawohl.